Ausgelassener Jubel auf der Wahlparty der Brandenburger Linken in Potsdam. Im SPD-Stammland sind sie an diesem Abend mit der Regierungspartei fast gleichgezogen. Kerstin Kaiser, linke Kandidatin für das Ministerpräsidentenamt, will eine rot-rote Koalition. Das wäre im Sinne unserer Wählerinnen und Wähler, die ganz klar mehr und bessere Arbeit und bessere Bildung haben wollen. Jetzt muss Platzek mutig sein. Jetzt kann er mit uns mehr soziale Gerechtigkeit in diese Politik und in dieses Land bringen. Die Wählerinnen und Wähler wollen das. Wir sind dazu bereit. Die SPD hat dazu gewonnen gegen den Bundestrend. Und vor allem, man ist weiterhin stärkste politische Kraft im Land. Matthias Platzek lässt sich mit seiner Ehefrau feiern. Er wird Ministerpräsident bleiben können. Aller Voraussicht nach, wenn nicht noch irgendwas Unvorhersehbares passiert, wird die brandenburgische SPD auch nach 20 Jahren für das nächste Jahr fünft und damit für ein Vierteljahrhundert die stärkste politische Partei hier in Brandenburg sein. Ich danke euch dafür. Erleichterung bei den Anhängern der CDU. Ihr schwaches Ergebnis vor 5 Jahren haben die Christdemokraten übertroffen. Sie wollen Brandenburg weiter regieren als Juniorpartner der SPD. Wir haben an diesem Abend in Brandenburg in der CDU Vertrauen dazu gewonnen. Wir wissen, dass wir weiterarbeiten müssen, die nächsten Wochen und Monate. Aber wir sind uns heute Abend sicher, dass der Kurs richtig ist. Der neue Landtag besteht aus 5 Fraktionen. Die FDP ist nach 15 langen Jahren wieder im Parlament. Und auch Bündnis 90 Die Grünen haben es wieder geschafft. Nur die rechtsextreme DVU verpasste den Wiedereinzug. Ansonsten sah der Wahlabend in Brandenburg nur Gewinner.